Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BNG Drive. Und wir machen mal heute ein Szenario neues, das wir haben. Und zwar ist es auf der American Roadmap, glaube ich. Und zwar ist es das Bullet. Also das San Francisco Chase heißt sie. Aber inspiriert von Bullet. Wir haben sozusagen hier den Bullet Mustang im wunderbaren Dark Highland Green. Und da vorne ist der Moonhog. Oh Gott, da ist eine Rampe. Wow. Ist sozusagen der Charger. Also wenn ihr Bullet noch nie gesehen habt, schaut euch Bullet an. Ah. Okay. Der gibt ziemlich viel Gas. Das ist nicht so leicht damit zu halten. Aber okay, dann geben wir halt auch mal ziemlich viel Gas. Übrigens, neues Jeep-Video ist oben. Noch nicht die Review, die kommt die Tage. Also neues POV-Video ist oben. Und zwar ist es die Nachtfahrt. Und normalerweise sind die Nachtfahrten immer relativ ereignislos. Passiert nicht viel. Fährt man halt nachts durch Toronto und gut ist. Aber die war ganz interessant. Ziemlich viele Sachen passiert. Zweimal Tiere vorgelaufen. Dann ist einfach jemand auf der Straße umgefallen. Einfach so, bumm. Das war ziemlich viel passiert in diesem Video. Interessant. Innerhalb von 15 Minuten passiert sehr viel. Und ja, Link ist oben links. Wäre natürlich immer wie immer super, wenn ihr da reinschaut. Und ich packe euch den Link noch am Ende in die Endscreen-Card. So, ich habe keine Ahnung, wie wir da mithalten. Okay, BMG. Dann akzeptiert nicht meine Tastatur gerade. So. Ich weiß nicht, wie wir da mithalten sollen. Weil da muss ich ja Vollgas geben, um mit dem mitzuhalten. Und absolut keine Chance. Absolut keine Chance. So. Also ich versuch's. Aber mehr, schneller kann ich nicht fahren. Schneller kann ich nicht fahren. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Oh, er ist gecrashed. Ich auch gleich. Ach so, das geht bei mir, weil ich einmal kurz gegen das Häuschen gefahren bin. Aber der ist komplett geschrottet und ich bin... Okay. Wisst ihr was, wir nehmen uns mal was vielleicht ein bisschen besser das Ganze aushält. Ich weiß nicht, ob es danach überhaupt zu einer Verfolgungsjagd kommt. Weil wenn der gleich crasht, ist natürlich etwas unpraktisch. Aber wir nehmen uns was, was das hier aushält. Wo haben wir denn die Pig-Variante? Da. Du müsstest doch Sprünge aushalten können. Der Jeep kann nicht so gut die Sprünge aushalten, der D-Series ist dafür besser. Probieren wir es mal aus. Ach genau, der hat jetzt ein... der hat kein V8 mehr drin. Ah, der hat einfach keine Power. Ja, verlieren wir den natürlich. Selbst wenn ich Vollgas gebe. Wir können ja nicht mal wirklich springen. Warum haben die das gemacht? Wir können nicht mal... 1776. Wir können nicht mal mithalten, weil der Wagen zu schwach ist, weil wir... Sechs Zylinder drin haben. Sorry. So, können wir jetzt mal haben wir jetzt einen echten Motor drin oder passt es jetzt mit dem Getriebe nicht? Nee, gut. Passt. So, jetzt haben wir wenigstens einen richtigen Motor drin. Nicht so ein Playmobil-Bobbycar-Ding. Frechheit. So. Ist eigentlich auch noch nicht powerful genug, aber es ist um einiges besser als der... widerlich. Widerlich. Sechszylinder. In einem Pickup. Ich verstehe es vom Gewicht her. Aber das Ding ist... absolut krass, was Sprünge angeht und Baja-Running. Und da brauchst du... Okay, ich meckere gerade über den Ford Raptor, fällt mir auf. Aber der hat wenigstens, ein V6. Und der ist Turbo, okay? Der hat wenigstens Kraft, aber der Drecks 4,1 Liter in 916, wie wir in dem Ding haben, ist ja blah, blah. Boah. So, ich glaube, der haut uns da ein bisschen ab. Mal schauen, komm schon! Gibt ein bisschen... wir haben keine Tür. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Okay, wisst ihr was? Das Szenario ist nicht das, nicht so einfach. Nicht so einfach, gebe ich zu. Wir hatten ja noch eine andere Chase. Vielleicht eine Chase, die ein bisschen besser ist. Motorcade? Ey, das Szenario kennen wir nicht. Das ist ein Szenario auf der Settler Gorge Map, das wir nicht kennen. Ich mag das Bild. Probieren wir das nochmal. Vielleicht diesmal ein bisschen erfolgreicher.
Sorry für den etwas verpatzten Anfang, da. Und übrigens, mit dem Fokus geht es morgen weiter. Ich dachte, wir machen nur so eine Folge zwischendurch, wo wir was anderes machen. Und die XXL-Kanone kommt noch. Die kommt noch. Machen wir noch. Okay? Ah, nee, doch, das hatten wir mal gemacht. Hatten wir das? Ich glaube, das hatten wir mal gemacht. So, und ich schalte jetzt hier mal manuell. So, genau, wir müssen. Da kommt der Konvoi rechts, hinten sieht man ihn ganz leicht. Und absolut zu früh, aber es sollte trotzdem reichen. Oh ne, sie bremsen. Frechheit, nein, nein. Ah! Stürzt die Brücke ein. Brücke einstürzen lassen. Los, weg mit der Brücke. Mach sie nu, mach sie hin. So, und. Komm. Es hält immer noch. Frechheit. Komm schon. So, jetzt hau das raus und weg geht's. Als ob du noch hältst. Also erstmal Tschüss an dich. Aber als ob du noch hältst. Okay, dann muss ich dich. Success. Okay, wir müssen nochmal. Wir müssen das ein bisschen besser timen. So, warten, 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 warten. Jetzt. So, mal schauen, ob meine grobe Hochrechnung da okay war. Nein, jetzt hat er mir Gas weggenommen. Nein, BBG, du hast mein ganzes Ding kaputt gemacht. Du hast mein Timing kaputt gemacht. Ja, okay, wir werden ein bisschen schneller. Ah, wir werden ein Sekündchen schneller da. Es war schon knapp zu spät, aber wenn wir BBG dann. Das müssen sie echt mal fixen. Es ist seit 50 Jahren haben sie das Problem. Und sie haben es seitdem nicht gefixt, dass ab und zu, wenn man die Maus benutzt, um die Kamera zu bewegen, nimmt er einen jeglichen Tastaturinput weg. Und das ist etwas unpraktisch, weil ich fahre mit Tastatur. Oh, das könnte auch noch zu knapp sein. Schauen. Muss vielleicht ein bisschen nach links springen. Komm, komm, komm! Oh, den haben wir wenigstens noch weggehauen. Tschüss. Okay, aber wir waren immer noch ein bisschen zu spät da. Warten wir mal 4 Sekunden. Naja, ich glaube 4 Sekunden sollte. Au. Ich glaube 4 Sekunden sollte gut sein. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Ich sollte vielleicht nicht im zweiten Gang anfahren. So, aber schön ganz viele Gänge auf einmal hochschalten, damit er nicht die ganze Zeit umschaltet. So, jetzt sollten wir besseres Timing haben. Hoffentlich. Ja, müssen trotzdem ein bisschen nach links. Müssen trotzdem nach links. Oh, fast hätte es geschafft. Beinahe hat er es geschafft. Aber wir waren immer noch zu spät. Jetzt machen wir 2 Sekunden. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt nicht ansehen, wie der runterfällt. Der interessantere Teil ist, sie richtig zu nehmen. 1, 2, okay. 3. Gang. 5. Gang. 8. Gang, 9. Gang, okay. Und 12. Gang. Kupplung treten. Gas geben. Ah, das war jetzt wieder zu früh, aber passt, passt. Oh, der eine kann es sogar durchschaffen. Halten Sie alle drauf durch. Oh, oh, ah. Ja, gerade so. Haben Sie nochmal Glück gehabt. Zeit, das alles hier einbrechen zu lassen. Komm, weg damit. Schieb ihn raus. So, da sind sie weg. Okay, einen Versuch haben wir noch. Also müssen. Das war zu früh, ne? 3 Sekunden warten. Okay, jetzt gehen wir mal los. Falscher Gang, falscher Gang, falscher Gang. Oh, jetzt habe ich es, glaube ich, verkackt. Ich habe es verkackt. Nein. Nein, ich bin im falschen Gang gefahren. Das ist nicht das Bild gewesen. Komm schon. Jetzt sehen wir uns ein bisschen nach links. Komm, nach links, 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 links. Oh, nein, den Hauptwagen haben wir geknallt. Ich glaube, um den ging es, oder? Ich glaube, den mussten wir wegkriegen. Irgendjemand das Auspuff haben wir zerstört. Und jetzt gibt es der Aufschlag. Tschu! Okay.
So, aber jedenfalls ist das mit der heutigen Folge BeamNG gewesen. Dann morgen machen wir weiter mit dem Fokus. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr fliegen wollt oder die Deo Volante, also die extrem krasse Highspeed-Variante, ausprobieren wollt. Schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, linke Seite findet ihr gleich meine. Oh, wow, okay. Die Nacht-POV-Fahrt, die mit Abstand die ereignisreichste POV-Fahrt bisher war. Und ja, ich danke mich für euch. Zuschauen. Was können wir das nächste Mal? Euch CD. Ciao.